Hallo und seid mir ganz, ganz herzlich willkommen zurück zu True Fear Forsaken Souls. Nach wie vor durchforscht oder durchsucht Holly das Haus ihrer Schwester, das verlassene Haus. Ja, das verlassene, hell erleuchtete Haus. Wobei, naja, sie hat ja das Licht auch angemacht. Insofern, Frage ist wirklich, Mike, wer zahlt die Stromrechnung? Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber davon mal abgesehen, tja, wir stehen ständig vor irgendwelchen verschlossenen Türen, vor verschlossenen Sekretären, vor verschlossenen Wandsafes und so weiter und so weiter und sind eigentlich dabei, noch allerlei Handwerksgeräte einzusammeln, damit wir dann all diese Dinge irgendwie aufbekommen. Haufenweise Schlüssel sind zu finden und, und. So, kann ich denn hier mittlerweile rein? Nein. In der letzten Folge hatten wir zum Abschluss noch einen Erfolg und dieser Erfolg war, dass wir ein Seil gefunden haben und da rennt wieder Kakerlake. Könnte mich totlachen. So, jetzt binden wir mal hier dieses Zeug zusammen, nehmen dieses besenartige Teil, dann sind wir hier, glaube ich, auch fertig. Dahinter liegt jetzt nichts mehr. Dann gehen wir jetzt in die Küche, weil ich vermute, dass wir damit vielleicht jetzt diese Spinnweben entfernen können. Besen, komm her. Yes, okay, alles klar. Und da haben wir jetzt einen Schraubenzieher. Und wir hatten ja... Ich frage mich, was in dieser blöden Dose drin ist. Ich versuch's mal mit dem Schraubenzieher. Es wäre nicht das erste Mal, dass man Dosen mit Schraubenziehern öffnet. Wir hatten jetzt, glaube ich, mehrere Dinge, die wir mit dem Schraubenzieher öffnen konnten. Warte mal, da brauchte ich, glaube ich, eine Zange. Ne? Da ist ein Schraubenzieher nicht ausreichend. Schraubenschlüssel. Schraubenzieher, Schraubenschlüssel ist natürlich was anderes. Ja, das ist mir schon auch klar. Aber man weiß ja nicht, man kann es ja immer mal probieren. Wo war denn der... Ach komm, wir gucken mal auf der Karte. Da muss ich nicht rumsuchen. Genau hier war's. Ganz genau. Yeah. Jetzt können wir hier mit dem Schraubendreher können wir jetzt diese Schrauben hier entfernen. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, was uns hier im Inneren dieses uralten Staubsaugers erwartet. Was haben wir da? Eine Batterie vielleicht? Was ist denn das? Pferdekutsche. Hä? Pferdekutsche? Was zum Kuckuck mache ich mit einer Pferdekutsche? Da leuchtet es wieder. Hier noch irgendwas übersehen, weil es leuchtet? Oder leuchtet es nur? Warte mal, komm, wir fahren mal mit der Pferde. Das scheint nicht zu funktionieren, ja. Das ist wohl wahr. Das ist ja, glaube ich, eine Blutlache. Tja. Pferdekutsche, Leute. Ich habe keine Ahnung, was ich mit einer Pferdekutsche soll. Wir gucken einfach mal auf der Karte. Wir sind hier noch nicht fertig. Warte mal. Pferdekutsche. Das ist das Einzige, mit dem wir hier noch selbst der Abtaub... Wie zum Kuckuck können wir... Komm, wir versuchen einfach mal, das wird immer wilder. Ich könnte das Eis sicherlich entfernen, aber dann wird nichts mehr funktionieren. Ach Mensch, genau, ich weiß, es ist noch gar nicht das hier, sondern hier hatten wir ja auch... Genau, auch hier hatten wir ja noch Schrauben. Also gut, dann gehen wir jetzt mal nach draußen. Wow, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich nach draußen will, Leute. Ehrlich nicht. Jetzt räumen wir mal das Zeug hier weg. Da wären auch noch haufenweise Seile gewesen. Feuerzeugbenzin. Heckenschere. Sonst noch was? Nee. Sieht mir nicht so aus. Und hier haben wir wieder ein Puzzle. Okay. Ein Puzzle. Ich tue die Teile mal alle so ein bisschen zur Seite. Der Mond wird da sicherlich oben sein irgendwo. So, dann pass mal auf. Das kommt sicherlich nach unten irgendwie. So, du kommst hier hin. Ja, genau. Sonne, Mond und Sterne habe ich alle gerne.
Du kommst hier hin, oder? Ne. Wo kommt der Mond hin? Naja, werden wir schon noch sehen. Jetzt stellen wir erstmal das hier nach unten. Oh Mensch, geh mal mir hier aus dem Weg ein bisschen. Du müsstest doch hier reinpassen. Genau, so. Du dann da rein. Sonne, Mond und Sterne habe ich alle gerne. Ich habe ja als Kind viel gepuzzelt. Und besonders cool waren die runden Puzzles. Ich weiß nicht, kennt ihr die? Die sind nämlich deutlich schwerer, weil man sich nicht am Rand orientieren kann. Also ich fand die, die waren, fand ich immer echt eine Herausforderung. So, pass auf, du kommst hier hin. Genau. Du hier hin. So, jetzt gucken, dass wir alle Teile haben. Du kommst natürlich da rein, auch klar. Du kommst hier hin. Du hier. Dann kommst du da rein. Und hier kommt das Teil rein, das wir gefunden haben, schon ganz am Anfang. Komm mal her, komm, so. Wunderbar. Wir haben ein Bild fertig. Da haben wir wieder einen Eintrag bekommen. Das Bild war kaputt. Zum Glück konnte ich es reparieren. Es sieht wie die Zeichnung eines Kindes aus, allerdings ein bisschen gruselig. Ja, es ist wohl wahr. Bist du denn die Zeichnung von, vielleicht von Dahlia? Haben wir hier was Neues? Glaube nicht. Nee, da hat sich nichts getan. Dahlia. Oh, da haben wir noch was übersehen. Das haben wir gelesen. Genau. Was geschieht mit mir? Ich sehe dieses gruselige Mädchen. Ist sie wirklich hier oder ist es bloß ein Albtraum? Noch nie zuvor hatte ich so große Angst, aber ich kann nicht aufgeben. Gut, wunderbar. Da, genau, das haben wir gelesen. Die anderen Sachen haben wir gelesen. So, sind wir denn jetzt hier fertig? Komm ich, ah, da ist noch was. Ich muss die Blätter beiseite kehren. Ja, habe ich denn den Besen noch? Nee, habe ich nicht. Ja, wieso habe ich denn den Besen? Ach, warte mal. Die Pferdekutsche. Ist das nicht die da, die da auch gezeichnet war? Komm her. Mann, das war bei den Hinweisen. Ja. Okay. Jetzt hatte ich einen Besen, jetzt ist er weg. Das ist doch doof, oder? Feuerzeugbenzin. Kann ich denn mit dem Feuerzeugbenzin was anfangen bei der... Hier noch was? Da kann ich auch laufen. Ah. Nein. Nein, nein, nein. Was zum Henker? Ja. Furchtbar. Also ist ja irgendwie schon doof, oder? Jetzt hatten wir einen Handbesen und jetzt ist der wieder aus dem Inventar raus. Ich könnte schwören, dass ich jemanden gesehen habe. Ja. Läuft da irgendetwas? Ich habe keine Ahnung. Ich sehe bloß, dass sich hier diese Sachen bewegen. Er ist stehen geblieben, als ich stehen blieb. Oh oh. Ist da wirklich irgendjemand? Okay. Ich habe niemanden gesehen. Olli, echt nicht. Jetzt gehen wir mal hier zu diesem Brunnen. Da haben wir ein Fernglas. Das nehmen wir natürlich mit. Ich hätte ja im Augenblick lieber etwas, mit dem ich... Ein Eimer wäre sehr nützlich. Ah, jetzt weiß ich, wozu wir den Eimer brauchen, der da eingefroren ist. Warte mal, können wir mit der Heckenschere hier irgendwie was machen? Ich glaube aber nicht. Nein, natürlich nicht. Gut, da ist was zum Lesen. Ich hätte fast vergessen, wo ich bin. Die Bäume, die sich im Wind hin und her bewegen, haben eine hypnotisierende Wirkung auf mich. Ich frage mich, wie Menschen so sorglos leben können und ihr Leben genießen. Ich frage mich, wie Holly lebt. Heather tut mir wirklich leid, sie war hier ganz alleine. Ja, was hat Heather hier gemacht? Schon wieder, da war doch jemand. Nee, ich sehe niemanden, echt nicht.
Ich sollte zurück, sofort ins Haus zurückgehen. Gut, okay, dann gehen wir ins Haus zurück. Guck mal kurz auf die Karte. Da können wir noch was machen. Hier können wir was machen. Was können wir hier machen? Lass mal schauen. Ja, da wäre die Sache noch zu regeln, aber... Ich brauche einen Schraubenschlüssel. Ja, ist ja gut. Ich habe keinen Schraubenschlüssel. Was mache ich eigentlich mit dem Bleistift? Gut, okay, also dann kehren wir doch noch mal hier zurück. Ah, Heckenschere, natürlich. Wir schneiden hier mal. Genau, natürlich Logo, Heckenschere, hier. So. Ah, na klar. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier drin liegt. Noch ein bisschen mehr schneiden, Holly? Ja. Oh Gott, alles, was lebt, wird jetzt weggeschnitten. Brunnenkurbel. Brunnenkurbel, gut. Dann fehlt uns ja jetzt nur noch der Eimer. Müssen wir jetzt in die Küche? Nee. Brunneneimer. Den bräuchten wir noch, Brunnenkurbel. Schon doof, wenn man nicht im Recht ist. Ja, wir brauchen einen Eimer. Ich brauche einen Eimer. Ich habe keinen Eimer. Das kann ich auch nicht wegräumen. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal ins Wohnzimmer, Leute. Nochmal an diese... Da, das brauche ich. Zeiger? Nee, ich brauche einen Kreuzschlüssel. Wo finde ich diesen Kreuzschlüssel? Brunnenkurbel. Ich habe gerade keinen Plan. Habe ich irgendwo was übersehen? Wahrscheinlich, oder? Oh, warte mal, da leuchtet was draußen. Hier hat es geleuchtet. Da glitzert doch was in den Bäumen. Komm, wir gucken mal mit dem Fernglas genau. Was ist das? Oh, irgendein Rätsel. Ich sehe es jetzt schon. Ah! Scheiße. Ach, komm, das ist doch ein Mädchen, Kind. Ich bin sicher, dass das Dahlia ist. Schon wieder. Warum folgt mir jemand auf Schritt und Tritt? Das ist mal eine gute Frage. Auf dem Grabstein befand sich ein Bild, das Bild einer Uhr. Vielleicht sind die Positionen der Zeiger wichtig. Ja, das müssen wir bestimmt nachher in unserer anderen Uhr eintragen. Aber dazu müssen wir erstmal an diese Uhr rankommen. So, wo können wir hingehen? Aktionen verfügbar. Ich muss hier was übersehen haben. Ach, da. Ich muss hier irgendwas übersehen haben. Da leuchtet es, genau. Auch mit dem Fernglas? Nein, da leuchtet was. Das ist wieder der Vollmond. Der Griff fehlt. Also machen wir den Griff jetzt hier ran. Jawohl, okay. Es macht keinen Sinn. Als erstes muss ich den Eimer in den Brunnen werfen. Okay. Dann müssen wir müssen zurück zu unserem Kühlschrank. Ich bin hier immer noch nicht sicher. Ich habe keinen... Ein Eimer wäre nützlich. Ja, was müssen wir denn hier noch machen? Verflixt. Ich sollte sofort ins Haus zurückgehen. Komm, wir lassen uns jetzt einen Tipp von Katie geben. Ich muss raus. Ja, ich muss diesen Eimer hier kriegen. Die Frage ist bloß wie. Wie kriege ich diesen Eimer? Komm, noch ein Tipp, Katie. Ich weiß es nämlich wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keinen Plan gerade. Das war wieder echt typisch. Was sagt die Karte? Wie will immer, dass ich zu dem Brunnen gehe? Wie komme ich an diesen Eimer? Ich habe wirklich keine Ahnung.
Willst du mich verarschen? Taschenlampe? Was? Da wäre ich ja never ever jemals drauf gekommen. Ah! Heathers Lieblingsring. Allerdings steckt er fest. Ich brauche etwas, um ihn herauszuziehen. Komm, das können wir mit dem Uhrzeiger versuchen. Nein. Den Bleistift. Der Pferdekutsche auch nicht. Never. Ah, da ist doch ein Schlüssel. Uhrenschlüssel. Ah, perfekt. Jetzt, ah, super. Jetzt kommen wir ein Stückchen weiter. Aber never ever wäre ich jemals auf die Idee gekommen, diese Taschenlampe dahin zu legen. Danke, Katie. Gut, dann müssen wir jetzt ins Wohnzimmer. Das machen wir natürlich wieder mit der Schnellreise. Dann werden wir hier erstmal den Uhrenschlüssel. Komm her. Ja, sehr schön. Also mach auf. Ah, Gott sei Dank. So, jetzt haben wir den Schraubenschlüssel. Jetzt können wir diesen Uhrzeiger hier. Und jetzt bin ich. Können wir mal ganz kurz. Die. Das ist 6:45, ne? Es ist 6:45. Oder? So. Totenkopf. Oh, danke. Totenkopf. Oh Gott, wenn ich das fehlende Emblem finde, kann ich sicher nicht den Deckel entfernen. Hm. Gut. Okay. Wo brauchten wir den Schraubenschlüssel? Ah, ich weiß, oben auf dem Balkon. Dann gehen wir mal dahin. Genau, oben auf dem Balkon. Never ever wäre ich auf diese Idee gekommen. Ist ja echt der Hammer. Und was passiert, wenn wir jetzt hier das Gitter entfernen? Habe ich jetzt ein Gitter? Jetzt kann ich hier... Ah! Ja, glaube ich das. Das ist die versperrte Tür gewesen. Wieso war die jetzt versperrt? Hier können wir putzen. Fleckenentferner. Da haben wir... Föhn. Hm, er ist definitiv kaputt. Mit Hilfe einer Gebrauchsanweisung reparieren. Mhm. Also müssen wir eine Gebrauchsanweisung für dieses Ding finden. Da war sonst nichts mehr. Das ist der Föhn. Sollten wir nachher mit dem Föhn dieses Eis wegföhnen? Das glaube ich doch jetzt echt nicht, oder? Feuerzeug, yeah! Ich habe Feuerzeugbenzin. So. Es versteckt sich nicht mehr. Etwas stand in der Ecke des Wohnzimmers und beobachtete mich. Ich habe mich nicht getraut, das Licht einzuschalten und bin nach oben gegangen. Doch es ist mir gefolgt. Die Bretter hinter mir knackten, aber ich konnte mich nicht umdrehen. Tja, wieder eine Tagebuchseite. Tja, okay. Also muss ich jetzt das Feuerzeugbenzin hier hinstellen? Ah, kombinieren. Das war jetzt mal eine Form der Kombinieren. Hier fehlt die Pferdekutsche. Ja, aber wir haben die Pferdekutsche. Das heißt, wir machen dieses Kästchen jetzt auf. Schiebe die Teile zusammen, damit sie dem Bild entsprechen, das du zuvor gesehen hast. Schau in deinem Tagebuch nach Hinweisen. Jetzt wartet mal. Genau, wir gucken kurz. Da war nämlich das Bild. Auch abgebildet. Ja, guck mal einer an. Da sieht man die Koordinaten. Das passt. Jetzt noch kurz nach den Sternchen gucken. Das war eins zu viel, glaube ich. So, und das dritte. Ja, das passt auch. Und? Hm. Hm. Ah, im dritten. Okay. Da. Jetzt müsste es passen. Genau. Wunderbar. So. Und jetzt haben wir diesen Stern.
Sternmedaillon. Und irgendwo hatten wir ein Kästchen, wo das reinpasst. Ich weiß bloß schon gar nicht mehr wo. Und jetzt wimmeln wir ein bisschen. Eine Kelle, Magnet. Jetzt wird es aber spannend, hey. Streichhölzer. Der Wasserhahn fehlt. Oh Gott. Die Seife klebt an der Schüssel. Kerze. Kann ich die denn anzünden? Streichhölzer, Kerze? Nee. Es ist zu dunkel, um was zu erkennen. Ach ja, soll ich mal ein Streichholz reintun? Na ja. Kerze reinstellen, natürlich. Streichhölzer anzünden. Das halte ich allerdings für gefährlich, Holly, wenn ich ehrlich bin. Okay. Was haben wir hier? Klebeband. Da kommt sich schon ein bisschen wie der Handwerker vor. Das undichte Rohr reparieren. Dann nehmen wir mal das Klebeband. Was haben wir da? Da ist er. Okay. Kelle, Magnet. Stulpen. Spülenstöpsel. Jetzt bin ich gespannt, was wir hier basteln und welchen Sinn es hat. Das ist mir nämlich noch völlig unklar. Klopapier. Also das machen wir halt mal auf. Und welchen Sinn hat es? Ich habe keine Ahnung. Jetzt haben wir hier Wasser drin. Und was bringt es mir? Wir sind hier noch nicht fertig. Spiegel. Tja, er ist kaputt. Fleckenentferner? Nö. Bin mal gespannt, was wir mit diesem Totenschädel machen müssen. Wahrscheinlich können wir hier erstmal gar nicht mehr viel tun. Das ist immer wieder. Wo finde ich denn jetzt eine Beschreibung für die? Da? Habe ich hier noch was übersehen? Ah! Die Seife klebt. Ah, genau. Kann ich es mit der Kelle machen? Yes, wunderbar, sehr schön. Dann tue ich das jetzt ins Wasser, oder? Was haben wir hier? Seife. Tue ich die jetzt ins Wasser? Genau. Ah, da ist etwas in dem Seifenstück. Ja, bitte, dann nimm's. Also gut, mit den Magneten. Eine Rasierklinge. Eine Rasierklinge. Da sind wir immer noch nicht fertig. Was mache ich jetzt mit der Rasierklinge? Ach, da noch, genau. So was haben wir hier? Nehmen wir da jetzt die Rasierklinge? Natürlich, logisch. Meine Güte, aber auch. So, und was haben wir jetzt hier? Eine Pinzette. Das könnte nützlich sein. Ja, das glaube ich sofort. So, ah, okay. Gut, dann sind wir hier, haben wir hier jetzt fertig gewimmelt. Aber. Wo finde ich eine Gebrauchsanweisung? Die würde ich ja eigentlich auch hier vermuten. Aber hier gibt es keine Gebrauchsanweisung. Was wir mit der Pinzette tun müssen, weiß ich auch noch nicht. Jetzt gehen wir erstmal dahin, wo dieses Schloss ist, wo der Stern reinpasst. Das haben wir nämlich auch schon gesehen. Ich weiß bloß nicht wo. War das hier? Ne, hier war es nicht. Hier auch nicht. Das Zimmer kennen wir, glaube ich, noch gar nicht. Es war hier irgendwo. Genau. Da kommt's rein. Ja, okay.
Sternmedaillon, jetzt bin ich mal gespannt. Leute, nicht, dass wir da in den Keller. Ehrlich? Ehrlich? Okay, also dann. Es ist gar kein Keller, Gott sei Dank. Oh Mann. Oh, oh, oh. Ich glaube, dass etwas in dieser großen Kerze versteckt wurde. Komm mal her, Pinzette? Nee. Was ist denn das hier? Ach du, lass halten. Die Messer stecken wirklich fest, das ist nicht normal. Nee, das ist nicht normal. Das ist ein Schlüssel, oder? Ich muss die Messer herausziehen, dann zieh sie doch raus. Mit der Pinzette? Nee, oder? Das sind laute Schlüssel. Ich weiß, das sind die Schlüssel für die Tür zum Keller. Kann ich das Messer nehmen? Ich kann es nicht bewegen. Sie versteht mich. Sie wird mir helfen, Rache zu nehmen. Bevor ich sie fand, war ich so alleine. Was hat das zu bedeuten? Heather, es tut mir wirklich leid, dass du das alles alleine durchstehen musst. Ja, also Heather hätte sich ja melden können. Okay, wir müssen dieses Messer irgendwie rausholen. Mit der Pinzette wird das kaum gehen. Fleckenentferner wohl auch nicht. Totenkopf? Nein, eher nicht. Warte mal, war da noch was? Nein. Gut. Gut, dann gucken wir mal rum. Wir werden vielleicht irgendwas finden, mit dem wir... Wie kann es sein, dass die Kerzen immer noch brennen? Ja, das frage ich mich schon die ganze Zeit. Die Kerzen sind weich. Leider kann ich sie nicht mitnehmen. Die Kerzen sind weich. Vielleicht sollte ich sie anzünden. Ja klar, wir haben doch ein Feuerzeug. Also dann zünden wir es mal an. Und was passiert da jetzt? Die brennt aber schnell runter. Halleluja, aber auch. Auch da haben wir das Schloss, glaube ich, schon gesehen. Wie komme ich hier an diese Messer ran? Wahrscheinlich erstmal noch gar nicht. Mit dem Fleckenentferner, nein. Mit der Pinzette, nein. Ich weiß, ich habe es schon probiert. Ich probiere es trotzdem mal. Gut, wo war jetzt dieses Kettenemblem? Dosenöffner. Ja, da gehen wir jetzt in die Küche. Perfekto. Warte mal, kann ich mit dem Dosenöffner die Dinger hier entfernen? Nein, ich glaube auch zum jetzigen Zeitpunkt wird das noch nicht möglich sein. Kann ich es mit dem Dosenöffner probieren? Nein. Gut, dann ist der wahrscheinlich für die Küche. Dann hüpfen wir jetzt schnell in die Küche. Das ist die Dose. Da öffnen wir jetzt die Büchse der Pandora, Leute. Yes. Plastikbeutel. Gott, das wird immer kryptischer. Echt, es wird wirklich immer kryptischer. Da dieses Ding haben wir noch nicht, da fehlt ja ein Stück vom Arm. Naja, was man so hier als Arm eben sieht. Was haben wir denn jetzt hier für Zeug? Fleckenentferner. Wo hatten wir Flecken? Gute Frage. Wo hatten wir Flecken? Und wo kommt dieses Kleeblatt-Emblem? Das haben wir nämlich auch schon gesehen. Was ist denn das hier für ein Raum? Ach, guck mal, da waren wir noch gar nicht. Schlafzimmer. Meine Schwester hatte sich verbarrikadiert. Leider hat das nicht geholfen. Da ist noch mal eine Figur. Oh mein Gott, ist da jemand? Nein! Nein! Scheiße! Oh Gott! Wer zum Teufel? Schaufensterpuppe, oder? Was ist nur in diesem Haus passiert? Oh Mann, das frage ich mich auch. Hier ist schon wieder irgendein Schlüssel. Tresorschlüssel. Ah, sehr schön. So. Er will in das Schlafzimmer eindringen. Ich habe gesehen, wie sich der Griff bewegte. Ich traue mich nicht mehr raus. Hilfe, bitte hilf mir doch irgendjemand. Sie hat es in Eile in ihr Tagebuch gekritzelt. Irgendjemand muss ihr große Angst eingejagt haben, als er oder es versuchte, in ihr Schlafzimmer einzudringen. Litt sie etwa an Wahnvorstellungen? Ja, das ist eine gute Frage. Andererseits,
siehst du das Mädchen ja auch. Die Frage ist bloß, bislang haben wir ja immer bloß dieses Mädchen gesehen. Wer ist denn jetzt bitte er? Oh Gott, du siehst so übel aus. Hoffentlich hast du dich gut ausgeruht, denn ich werde kein Auge zubekommen, ich auch nicht. Also es ist doch eine Schaufensterpuppe, oder? Das ist doch nicht Heather. Okay, gut. Wir nehmen uns hier die junge Heather. Wir nehmen uns jetzt diese Statue. Die junge Heather. Meine kleine Schwester Heather. Mir wurde immer berichtet, dass Zwillinge eine spezielle Verbindung zueinander haben. Aber ich war schon immer anders. Heather war sehr extrovertiert und wollte neue Erfahrungen sammeln. Sie hat sich immer gegen Autoritätspersonen gestellt. Es war ihre Idee, nach oben zu schleichen. Ich weiß nicht, ob es ihr Abenteuerdrang war oder sie unsere Mutter herausfordern wollte. Sie mochte es, dass unsere Mutter nicht gefiel, wenn sie bei den Laudius war. Laudius? Wer ist Laudius? Aber deren Haus war wirklich einzigartig. Okay, ist das ein Haus von irgendwelchen Nachbarn? Wahrscheinlich. Sie zog so früh, wie sie konnte, von zu Hause aus in die Stadt und kam nur selten zu Besuch. Dann kam ihre Besessenheit in Bezug auf Mutters Tod und einer Verschwörung. Das letzte Mal, als ich Heather sah, beschimpfte sie mich als Verräterin, da ich ihr nicht geholfen hatte. Ich bin doch nicht diejenige gewesen, die das Haus und unsere Großmutter verlassen hat. Ich habe einen guten Job und einen wundervollen Freund gefunden. All das hätte sie auch erreichen können. Das heißt, Heather war schon immer ein bisschen irre, hatte Abenteuerdrang und war besessen von dem Tod der Mutter. Okay. Ich denke, ihr Lieben, dass wir das jetzt einfach mal alles so zur Kenntnis nehmen und für heute erstmal Schluss machen. Wir haben ja jetzt wieder haufenweise Schlüssel und Zeug gefunden. Jetzt haben wir wieder mehrere Möglichkeiten, was zu machen. Und das gehen wir dann in der nächsten Folge an. Einstweilen bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder auch ein schönes Wochenende. Bis bald. Tschüss!